Hey, jo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Stoneshire. Und wie versprochen, zeige ich euch natürlich auch die anderen Level oder Maps. Und als erstes nehmen wir uns, ja, weiß ich jetzt nicht, Load. Nee, dann machen wir das so. New Game, wie immer auf den zweiten Slot. Diesmal nehmen wir Tundra. Die Tundra ist, wenn ihr in Geografie ein bisschen aufgepasst habt, ein Schneegebiet. Und ja, das ist ziemlich kalt. Wir wollen, ja, wie ist denn mein Name? Kann man gleich so eingeben. Nein, Dwarf heiße ich nicht. Ich heiße Retro Andy. So, jetzt könnt ihr mal komplett dabei sein, damit ihr die Ladezeiten seht, denn so viel werden wir in dieser Welt jetzt nicht tun. Retro Andy ist richtig, nehme ich. Bin schon geil, dass ich das mit einem Stick auswählen muss und nicht mit einem Stift auf dem Display. So, jetzt seht ihr, wie lange das dauert, bis da eine World Map erstellt wird, oder allgemein, bis da eine neue Welt halt erstellt wird, generiert wird. Und dann gucken wir uns das mal an, wie denn das so aussieht. Ich sehe ja ziemlich viel Potenzial in dem Spiel, aber das muss erst noch kommen. Da müssen noch einige Updates kommen, weil bis jetzt ist das Spiel nicht unbedingt, ja, so toll. Es gibt andere Alternativen, auch auf der Wii U. Und deswegen ist das Spiel noch nicht so toll. Ist noch gar nicht so lange her und ich habe schon wieder die Steuerung vergessen. Ja, das sieht schon mal relativ gut aus, außer dass die Tannenbäume. Warum so? Also die Tannenbäume gefallen mir nicht, vor allem sind es immer die gleichen, nur mit verschiedenen langen Stämmen. So, wir wollen uns jetzt mal auswählen hier. Genau, haben wir schon das erste. Können wir was anderes craften? Nö. Nö, können wir nicht, aber... Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe aber schon was gefunden. Nee, das ist ganz normal... Ganz normales, ja, Erde. Springen, da springen. So, wir brauchen Holz. Ich nehme mal lieber hier die Seite, danke. Ups, das wollte ich nicht. So, dreimal Holz. Viermal Holz. Fünfmal Holz. Klettern so bringt uns mal überhaupt nichts, können wir nichts mit anfangen. Ja, wer den ersten Part nicht gesehen hat, was heißt Part, es wird ja kein Let's Play, weil es gibt hier keine Monster und genau das will ich jetzt erzählen. Wer die Graslandschaft nicht gesehen hat, das erste Video zu dem Spiel, kurze Erklärung, dieses Spiel ist ja eine Beta-Version, würde ich jetzt sagen. Also es ist schon das offizielle Spiel, aber es fühlt sich wie eine Beta an, denn ihr habt hier nichts. Also, ihr könnt bauen und ihr könnt abbauen. Das Abbauen bringt euch aber nicht viel. Also, ihr habt keine Gegner, ihr habt kein Ziel. Die Map ist begrenzt. Und zwar arg begrenzt. Wir können ja mal kurz von rechts nach links. Nee, Wasser wollen wir jetzt nicht. Lauf mal schnell von rechts nach links oder von hinten nach vorne. Unten oben, wisst ich nicht. So, und da werdet ihr schnell sehen, wo das Ende ist. Und zur anderen Seite ist das Ende genauso. Da haben wir es doch schon. Da ist das Ende, weiter geht's nicht. Das war's. Ja, sieht ganz okay aus. Die Welt, es wird aber die Welt jedes Mal neu generiert. Das finde ich ganz cool. Gefällt mir. Obwohl ich eher so der Typ bin, ich gehe gerne in bekannte Gebiete. Also, wie bei Cube Life zum Beispiel, da weiß ich, es sieht immer so aus und fertig. Egal, wie ich spiele, wann ich spiele, wo ich spiele. Und, ja, wir werden uns jetzt mal in den Berg reingraben. Denn das ist der Sinn des Spiels. Beziehungsweise das Einzige, was man machen kann. Der Sinn ist es wahrscheinlich nicht. Aber das Einzige, was man machen kann, wo graben wir uns denn rein? Wo gibt es denn hier einen größeren Berg? Denn da gibt es Materialien drin, aber auch noch nicht so viele. Finde ich sehr schade. So, craften und euer Inventar und so weiter, das habt ihr alles auf euren Display, auf euren Gamepad. Und da werde ich mir jetzt mal ganz schnell... Wie war das? Ganz schnell Holz craften. Kräften? Yes. Und yes. Zack, jetzt haben wir immer noch keine Fackeln. Hallo? Jetzt haben wir Fackeln. Ja, wir haben Fackeln. Und das schiebe ich mir in die andere Hand. Alles klar, jetzt haben wir wieder unser schönes Zitronen-Orangen-Eis. Und werden uns... Jetzt mach ich mal aus, das sieht gerade echt schlimm aus. Wir werden uns mal hier reingraben und da werdet ihr sehen... Irgendwo gibt es dann immer so ein paar Höhlen, also nichts Besonderes. Denkt jetzt nicht, dass hier übelst krasse Sachen sind. Und da drinnen findet ihr halt dann eure Materialien.
So, mit denen könnt ihr dann im Prinzip irgendwas bauen. Ist aber halt Quatsch, weil ihr wisst nicht, wofür ihr das baut. Es ist, ja, es ist schade. Es ist echt schade. Denn es steckt Potenzial in dem Spiel, was ich zum Beispiel sehr, 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 sehr geil finde. Ihr habt jetzt in der linken Hand eure Hacke. Und in der rechten Hand, na komm, wähl an, habt ihr eine Flamme und die könnt ihr dann. Habe ich da gerade schon eine Höhle gefunden? Nee. Und die könnt ihr dann im Prinzip an die Wand pappen. Ja, das war's dann auch schon. Also cool finde ich halt wirklich, dass ihr links und rechts jeweils verschiedene Werkzeuge draufsetzen könnt. Und das ist echt eine coole Sache. Ich habe zwar noch nicht rausgefunden, wie ich jetzt andere Werkzeuge crafte, denn Spitzhacke aus Stein hat irgendwie nicht funktioniert beim letzten Mal. Ich kann es jetzt nochmal versuchen. Ihr seht das leider nicht. Ich werde mich auch beeilen. Stein. Ja, würde ich gern. Cobblestone. Ja, komm, mach. Ja, das war's, oder was? Jetzt habe ich 5 Cobblestones. Das bringt mir nichts. Freunde, was kann ich mit dem? Was kann ich damit machen? Ja, mach mal einfach mal. Jetzt habe ich Glasflaschen. Oh Gott. Ja, und jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe 5 Flaschen. Juhu. Aber ich kann mir kein anderes Werkzeug craften. Das nervt mich gerade. Das nervt mich gerade zutiefst. Okay. Ja, die Musik ist ein bisschen. Entweder sie gar nicht da oder sie übertreibt. Weil ich jetzt gerade mitkriege, dass die Musik gerade eingesetzt hat. Und ich finde gerade keine Höhle. Finde ich schade, schade, schade. Ja, es hakt auch sehr, das Spiel, muss ich sagen. Also, es liegt jetzt nicht an irgendeiner Verbindung oder an irgendwas. Es hakt wirklich sehr, wenn wir hier ein bisschen bauen. Ich hoffe, dass der Entwickler. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine kleine Firma ist oder ob es eine Einzelperson ist. Es sieht mir eher nach einer Einzelperson aus. Oder einer kleinen Firma, die noch nicht so viel Erfahrung hat. Das kennen wir ja. War früher beim Mahjong. Ja, doch, ja. Nee, halt Mojang, so rum. Bei Minecraft war es im Prinzip das Gleiche. Und bei Cube Life, Zebronia, ist es auch das Gleiche. Und die werden immer professioneller. Die arbeiten an ihren Fehlern oder beheben ihre Fehler und so weiter. Also finde ich ganz cool. Und das ist natürlich bei anderen Firmen auch so. Das gleiche Problem habe ich, oder das gleiche Denken habe ich bei Discovery, was ja auch für die Wii U erschienen ist, wo ihr aufbauen könnt. Und ihr könnt nur aufbauen. Und ich bin aber eher so dieser, ich brauche ein Ziel, ich brauche Gegner, ich muss ein bisschen was tun. Deswegen feiere ich ja Cube Life so extrem. Und ich hoffe, dass da auch endlich mal das Update kommt, dass Nintendo sich mal auskäst. Es liegt nicht an Zebronia, es liegt an Nintendo. Denn Zebronia hat das Update eingereicht und ja, Nintendo muss das jetzt noch prüfen. Ich weiß zwar mal nicht, was sie prüfen, wenn ich mir zum Beispiel mal anderes Let's Play angucke. Ich weiß noch nicht, ob ich es hochgeladen habe, aber mein anderes Let's Play zu Chasing Dead. Weiß ich nicht, ob da überhaupt jemand geprüft hat oder nach was die prüfen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal darüber. So, das Feuer bleibt natürlich, so wie es sich gehört, im Wasser an. Kennt man ja. Ist ja immer so. So, jetzt gucken wir mal hier drüben rein. Ja, ich finde hier die Steuerung und das Crafting-System etwas umständlich. Und ansonsten, ja, es gibt halt kein Ziel und das ist echt schade. Also ich finde das wirklich wahnsinnig schade. Und wir finden jetzt auch keine Höhle. Das nervt mich auch gerade. Ich will eine Höhle. Ich weiß auch nicht, wie tief wir hier graben können. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben noch nichts gef. Ich wollte es gerade sagen, wir haben noch nichts gefunden. Und zack, was haben wir denn da? Wir haben etwas, was wir nicht abbauen können. Jetzt haben wir das gleiche Problem wie beim letzten Mal. Ich kann mir keine Steinspitzhacke machen. Geh jetzt nochmal auf Stein. Mach mir bitte eine Steinspitzhacke, aber er tut es nicht. Ich brauche für eine Steinspitzhacke, Moment. Steinspitzhacke steht hier, einmal Stein, einmal Holz. Und wenn ich das jetzt aber anwähle, es funktioniert nicht, es geht einfach nicht. Warum zum Teufel geht das nicht? Wartet mal, Freunde, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich habe da eine Idee. Wir schieben jetzt mal Stein hier runter und dann haben wir noch. Das ist Oakwood. Ah. Wir brauchen richtiges Holz, oder? Das ist Woodblanks. Moment, Moment, Moment. Ich versuche. Ich versuche, ich gucke. Warum geht. Ach, ihr nervt mich. Ihr nervt mich, verdammt nochmal.
versuche jetzt mal, das so zu machen. So, okay, jetzt haben wir zwei verschiedene Sachen in der Hand. Holz und das andere halt, ne? Und jetzt würde ich sehr gerne eine Steinspitze... Umständlicher geht's nicht. Also, wenn ihr eine Steinspitzhacke craften wollt, jetzt funktioniert's nämlich. Im ersten Video habe ich übrigens erklärt, was das mit den Zahlen hier auf dem Gamepad zu tun hat und so weiter, was ihr jetzt gerade nicht seht. Also ich will es jetzt nicht nochmal erklären. Ihr müsst in die linke Hand, seht ihr schon, Holz nehmen oder in die rechte Hand und in die andere müsst ihr halt Stein nehmen und dann geht ihr auf die Spitzhacke, drückt auf die Spitzhacke drauf und dann steht da, wie viel ihr denn wollt. Wählt eure Nummer aus und zack, haben wir unsere Spitzhacke. Warum macht er das hier jetzt nicht? Ja, jetzt haben wir eine Steinspitzhacke. Nee, wir haben, oh Gott, wir haben 10 Steinspitzhacken, was ich auch immer damit will. So. Tada. Das war aber jetzt gerade doof. So wollte ich das nicht. Machen wir das Ganze mal so. Jetzt haben wir eine Steinspitzhacke und nehmen hier nochmal unser Holz. Feuer. Holz. Unser Feuerholz. Und jetzt, ja, jetzt können wir es abbauen. Was auch immer das ist, werden wir gleich sehen. Aber das freut mich. Das freut mich. So, was haben wir jetzt gekriegt? Das ist Iron. Eisen. Wir haben Eisen gekriegt. Ach ja, das Spiel ist übrigens in Englisch. Also wer mit Englisch nicht ganz so mächtig ist, obwohl, bei dem Spiel ist es egal. Das Einzige, was ihr wissen müsst, dass Iron halt Eisen heißt oder dass Wood halt Holz heißt, müsst ihr ein bisschen googeln, es ist nicht viel. Silber heißt Silber, kann man sich denken, Gold heißt Gold. Ist meistens so. Und ja, der Rest kann man sich denken. Es gibt noch nicht so viele Sachen hier in dem Spiel, dass ich jetzt sagen kann, oh, da muss man aber schon ganz schön Englisch drauf haben, da sieht das dann in anderen Spielen schon ein bisschen heftiger aus. Ja, gut. Ja, da haben wir jetzt doch mal was abgebaut und könnten rein theoretisch uns jetzt auch noch eine Spitzhacke aus Eisen machen, bis wir dann vielleicht Gold finden und so weiter. Wir graben uns hier mal etwas tiefer. Es gibt auch Diamant. Guck gleich nochmal, ob ich jetzt nicht hier gerade Mist erzähle. So, also viel. So, da setzen wir jetzt noch eine Flamme rein, dass wir ein bisschen Licht haben. Ja, ein bisschen Licht haben wir. Ist halt doof, das Spiel hängt. Das Spiel ist kompliziert von der Steuerung. Das Spiel ist kompliziert vom Crafting. Aber ich hoffe da wirklich auf Updates. Ich hoffe, dass da einiges gemacht wird. Und da kann das Spiel wirklich ein richtig gutes Ding werden. Und auch eine sehr, sehr gute Konkurrenz zu Minecraft und Co. Aber da bin ich echt gespannt, weil der Unterschied ist, und das muss man dem Spiel immer wieder zugute halten, im Moment kostet das Spiel, ich weiß nicht, was es normal kostet, aber das Spiel kostet einen Euro, einen verdammten Euro. Und wenn man nicht viel Geld hat und will nur ab und zu mal hier so ein bisschen was rumbauen und ein bisschen was abbauen, dann ist ein Euro, ja, definitiv richtig investiert. Oh, da haben wir wieder Eisen. Also auf jeden Fall, für einen Euro ist in Ordnung. Und jetzt überlegt euch mal für die Wii U das Minecraft. Ich sag extra für die Wii U, also schreibt mir jetzt nicht, was das für ein PC kostet. Ich weiß, was es für ein PC kostet. Aber es geht jetzt darum, Stoneshire ist ja für die Wii U erschienen. Also nehme ich auch das Minecraft für die Wii U. Das kostet ja 30 Latten und das kostet einen Euro. Also ihr könnt euch 30 mal Stoneshire kaufen. Das ist schon ein Unterschied. Also es ist wie mit Discovery, das kostet, ich glaube, 6,99 und Cube Life, oh, jetzt haben wir hier eine Ader gefunden. Und Cube Life kostet ja 9,99 €. Also müsst ihr dann immer abwägen. Ich muss sagen, an ersten Platz würde ich dann Cube Life setzen. Aufgrund, es ist nicht ganz so gut wie Minecraft, was aber auch daran liegt, Minecraft hat. Ich habe was anderes gefunden. Lass mal Licht. Was ist denn das? Was ist das? Bronze? Gab's eine Bronze? Also wenn ihr euch tief grabt, seht ihr, jawohl, 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 dann seht ihr, dass man einiges finden kann, ne? So, was habe ich jetzt gefunden? Wir haben, ja, Eisen und was ist das? Copper-Ohr. Was ist denn Copper? Um Gottes Willen. Warte mal, Copper habe ich noch nie gehört. Da muss ich mal nachgucken. Ihr braucht es mir nicht in die Kommentare schreiben. Ich finde das gerade mal selber schnell raus. Kupfer. Echt? Hatte ich doch recht. Heißt das Kupfer? Das wäre doch nie so... Also, okay. Ja, Kupfer. Alles klar. Dann haben wir die nächste Stufe. Wir haben Kupfer gefunden. Nee, das wollte ich eigentlich gerade nicht. Kann ich die abbauen? Ja, Tatsache. Ach stimmt, haben wir ja schon den ersten Teil gemacht. Okay.
Ja, das Spiel kostet 1 €. Ah, nee, ich wollte was anderes sagen. Ich wollte was ganz, ganz anderes sagen. Und zwar, dass Minecraft auch schon einige Jahre mehr Erfahrung und Vorlauf und natürlich dadurch auch ziemlich viel mehr Geld zur Verfügung hat. Und so muss ich jetzt sagen, Preis-Leistung finde ich Cube Life am besten. Dann Minecraft, dann Discovery. Na komm. Und dann Stoneshire. Wenn wir jetzt von diesen Sandbox-Games ausgehen. Es kommt ja noch Ucraft. Bin ich mal gespannt, das soll jetzt auch erscheinen. Es kommt Terraria, das soll jetzt auch erscheinen, was man aber nicht so direkt mit hier reinzählen kann. Denn das ist schon ein bisschen anders. So, wir haben noch den Voxel Maker. Ich hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander. Und es gab noch irgendwas, aber das war, glaube ich, beides 3DS. Bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. So. Ja, wie tief wir graben können, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir graben uns jetzt mal kurz hier. Ne, können wir nicht. Ich wollte mal gucken, wie weit wir nach oben graben können. Und dann wollte ich noch mal gucken, was haben wir denn als letztes hier? Diamant Pickaxe. Also, Diamant ist das Höchste, was man kriegen kann. So. Und jetzt gucken wir mal. Ja, was hier ganz, ganz doof gemacht ist in dem Spiel, ihr guckt mit dem rechten Analogstick. Und springen macht ihr mit A. Das heißt, ihr müsst gucken und springen dann immer halt und eins unterbrechen. Und das finde ich nicht ganz so toll gemacht. So, wir sind jetzt aber hier durch. Ich habe euch genug gezeigt. Ihr seht Wasser. Es sieht nicht unbedingt besonders aus. Aber wenn ich so gucke, Minecraft sah am Anfang genauso aus. Gut, nicht ganz so. Da sag ich mal, die Graslandschaft sah so aus wie bei Minecraft. Ungefähr. Natürlich ein bisschen anderer Grafikstil. Hier das sieht wirklich nicht so toll aus. Also, nicht ganz so geil. Und das nächste, was wir uns dann angucken, ist ja Desert, also die Wüste. Ja, und dann sind wir rein theoretisch mit dem Spiel durch und warten. Ich zeige euch nochmal den Himmel, wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, aber guckt euch wirklich das erste Video nochmal an. So, und ja, wir warten dann eigentlich, wenn wir mit der Höhle, Quatsch. Wenn wir mit der Wüste durch sind, dann warten wir mal auf das Update. Ich bin ja auch bei Discovery, wie gesagt, gespannt. Es soll auch Ende dieses Monats noch erscheinen. Gut, ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, deswegen sage ich jetzt mal gar nichts. Was ist das? Ist das meine Höhle oder ist da eine Höhle aufgegangen? Ne, das ist meine Höhle. Okay. Das sah gerade so aus. Das wäre noch geil gewesen, wenn hier so einzelne Höhlen wären, so wie bei Minecraft. Das ist eben das Coole bei Minecraft. Das hat wiederum Cube Life nicht. Und deswegen ist Minecraft so gesehen, es ist das beste Spiel, aber man darf halt nicht bedenken, die Zeit, die Minecraft schon hat oder hatte. Und jetzt auch diese riesen Fanbase, natürlich die ganze Kohle, die Minecraft dadurch eingestrichen hat. Jetzt gehört es ja Microsoft. Da kam nochmal ein schöner Schub dazu. Und Unterstützung. Und ja, mal gucken, wie das bei Cube Life zum Beispiel weitergeht. Wie das bei Discovery weitergeht, vielleicht machen die dann auch einen Survival-Modus rein. Sollte ja eigentlich nur ein Aufbauspiel sein und ist eigentlich auch nur von einer Person. Dafür muss ich sagen, ist Discovery, ja, Respekt. Also wirklich Respekt. So, aber was ich hier so sehe, ich kann dieses Spiel hier eigentlich ganz gut nutzen, wenn ich irgendwelche Videos zum Erklären mache. Da kann ich hier ein bisschen rumlaufen, weil irgendwie macht jeder Minecraft-Videos im Hintergrund. Ich kann es nicht mehr sehen. Und ja. Mal gucken. Das hier müssen sie auf jeden Fall ändern hier mit diesem Rand. Das ist total bescheuert. Das ist, ja, da der Rotz. Auch hier mit dem Wasser. Ihr könnt das hier, das letzte Stück hier links, wo kein Wasser ist, da könnt ihr auch nicht hinlaufen. Ich versuche gerade dahin zu laufen, es geht nicht. Also hier ist wirklich Ende und weiter geht es einfach nicht. Ich glaube, ich kann das auch. Ne, ich kann es auch nicht abbauen. Okay. Gut. Seid beim nächsten Video wieder mit dabei, wenn wir in die Wüste gehen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja. Oder spielt es selber. Wie gesagt, es kostet 1 €. Ich weiß nicht, ob das Preissenkung ist oder ob das jetzt allgemein auf diesem Preis bleibt. Denn das Spiel sollte bei uns schon längst erscheinen. Kam dann nicht, dann wurde es gesenkt. Obwohl es gar nicht da ist. Jetzt wurde es nochmal gesenkt und ist somit auch gleichzeitig erschienen. Also ich habe nicht mitgekriegt, dass es vorher erschienen ist. Ich habe keine Ahnung, ist ganz komisch. Und ja, ich sehe in dem Spiel echt Riesenpotenzial. Aber da muss halt noch was kommen, wie gesagt. Wie zum Beispiel mit den Bäumen. Also ein bisschen hätte man da schon ein bisschen was anderes machen können. Also nicht, dass sie alle gleich sind, auf allen nur so eine kleine Spitze, so 3 Etagen, irgendwie ein bisschen doof. Aber okay, wir werden das sehen. Ich gebe ja solchen Indie-Games gerne die Chance und auch gerne mein Geld, weil sie dadurch natürlich wieder nach vorne kommen können. Und ja, vielleicht wird das ja mal der ganz große,
Der ganz große Konkurrent zu Minecraft. Danke fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es euch holt. Weil ich glaube, selbst wenn es nur eine Preissenkung ist, es wird nicht mehr als 5 Euro kosten. Ich glaube, 2,99, 3,99 wird sich das Ding einpegeln. Und das finde ich voll in Ordnung für das Spiel, muss ich sagen. Für zwischendurch mal ein bisschen Langeweile vertreiben, ist cool. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und ja, das war es soweit von mir. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut.